Alle bereit? Ja. Okay, gut. Also eigentlich ist es nur kurz vorneweg, also es geht um Gluten und Laktose. Und eigentlich ist es eine lange Rede und ich habe einfach zwei Teile draus gemacht. Erst geht es mehr um Laktose und dann werde ich mehr zu Gluten sagen, aber es ist eigentlich eine Rede. Okay, gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei Ernährungsdebatten scheiden sich ja die Geister. Auf der einen Seite gibt es die, die sagen, man soll ganz viel zum Frühstück essen und dann tagsüber immer weniger, beim Abendbrot nicht ganz so viel. Dann gibt es diejenigen, die sagen, es ist eigentlich egal, wann, zu welcher Tageszeit man wie viel isst. Es geht darum, wie viel man insgesamt über den Tag verteilt isst. Dann gibt es diejenigen, die sagen, man sollte viel Fleisch essen, das sind gute Proteine, das macht den Körper stark. Dann gibt es diejenigen, die sagen, lieber gar kein Fleisch, zu viel Cholesterin und so weiter und so fort. Also man könnte diese ganze Liste an gegensätzlichen Behauptungen ins Unendliche fortführen. Und dann gibt es immer wieder gewisse Wellen, gewisse Trends. Da hatten wir zum Beispiel den Trend, Fett macht dick, das heißt, man versuchte also vor allem fettarme Produkte zu sich zu nehmen, die sogenannten Light-Produkte. Das war ein ganz großer Trend, bis man dann festgestellt hat, ja, Fett ist ja eigentlich ein Geschmacksträger. Was macht man also, damit diese Produkte noch überhaupt nach etwas schmecken? Man fügt mehr Zucker hinzu. Dann kam ein zweiter großer Trend, da kam der Herr Ducon, der gesagt hat, bloß keine Kohlenhydrate, das sind eigentlich die großen Dickmacher. Seitdem findet man beim Bäcker sogenanntes Eiweißbrot. Und so gibt es immer wieder neue Trends, neue Wellen, was man essen sollte, was man nicht essen sollte. Und ganz klar ist, dass gesunde Ernährung zu einem immer wichtigeren Thema in unserer Gesellschaft wird. Und so wie einst Fette, wie einst Kohlenhydrate, der Feind eines jeden waren, derjenige, der sich gesund ernähren wollte, hat also Fette und Kohlenhydrate vermieden, jetzt sind die großen Feinde der gesunden Ernährung Gluten und Laktose. Jetzt kann man sagen, halt, 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 das ist ja kein Diättrend. Gluten und Laktose hat nichts mit Diät, nichts mit Abnehmen, nichts mit gesunder Ernährung an sich zu tun, sondern das sind wirklich Unverträglichkeiten, Intoleranzen, die es gegen Gluten und Laktose gibt. Da kann man sagen, auf der einen Seite stimmt das, ja, aber in Deutschland zum Beispiel haben Umfragen ergeben, dass jeder zweite Deutsche der Meinung ist, eine Laktoseintoleranz zu haben. Und natürlich, wenn man Laktoseprodukte nicht verträgt, dann greift man zu laktosefreien Lebensmitteln. Und da boomt der Markt. Dieser Markt von laktosefreien Produkten steigt jährlich um 20%. Und während man noch vor einigen Jahren nur in der hintersten Ecke eines Bioladens oder eines Reformhauses laktosefreie Produkte gefunden hat, so stehen jetzt Milch und laktosefreier Joghurt in jedem Supermarkt. Und Schätzungen zeigen eigentlich, dass nur ca. 10% der deutschen Bevölkerung eine wirkliche Laktoseintoleranz haben. Fest steht, Laktoseintoleranz an sich verbreitet sich nicht. Es ist keine Allergie, sondern eine genetische Eigenschaft. Und diese Eigenschaft, dieser Defekt wird rezessiv vererbt. Das heißt also, dieser Defekt kann nur auftreten, wenn beide Elternteile die Anlage dafür überhaupt besitzen. Und nur in ganz extremen Ausnahmefällen, wie zum Beispiel nach einer Krebstherapie, kann man noch im Erwachsenenalter, ohne diese Anlage zu besitzen, eine Laktoseintoleranz bekommen. Bei den Betroffenen, also bei denen, die wirklich eine Laktoseintoleranz haben, fehlt das Enzym zur Spaltung von Milchzuckern, beziehungsweise es arbeitet nicht richtig. Das heißt, die Laktose kommt unverdaut in den Dickdarm und dort muss sie dann erst von Bakterien abgebaut werden, was dann zu den symptomatischen Beschwerden führt. In den laktosefreien Produkten ist zusätzlich eine künstliche Laktase hinzugefügt, die meist genetisch verändert hergestellt wird und dann diesen Abbau künstlich vornimmt. Und deshalb sind laktosefreie Milchprodukte oft sehr viel süßer als zum Beispiel normale Milch. Aber selbst wenn man eine Intoleranz hat, kann man
oft noch Joghurt und Käse zu sich nehmen, da in diesen generell fast kein Milchzucker enthalten ist. Aber dennoch, 40% der deutschen Bevölkerung kaufen laktosefreie Produkte. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass nur ca. 10%, es kann sein, dass ich mich vorher versprochen habe, also 10% der deutschen Bevölkerung haben eine Laktoseintoleranz. Und dabei ist der Test, um zu erfahren, ob man wirklich laktoseintolerant ist, relativ einfach durchzuführen und er wird von den Krankenkassen gezahlt. Das heißt, eigentlich wäre es ganz einfach herauszufinden, ob man diese Produkte, die ja meist auch teurer sind als normale Milchprodukte, wirklich braucht. Bei der Glutenunverträglichkeit ist es etwas komplizierter, aber darauf komme ich im zweiten Teil meiner Rede zurück. Vielen Dank.